Bestens informiert ins Stadion mit dem Steilpass auf TV Südbaden. Matthias Ginter ist der einzige Profi im Kader des SC Freiburg, der selbst bei den Füchsletagen entdeckt wurde. Vor 8 Jahren war Ginter einer von vielen kleinen Jungs und Mädchen, die sich bei der Nachwuchssichtung beweisen wollten. Der heute 18-Jährige hat damals beim SV March gespielt. Ich war natürlich sehr aufgeregt an dem Tag. Ich hatte sogar die Nummer, weiß ich noch, 91 hatte ich. Ich bin danach zum Probetraining für die D-Jugend eingeladen worden und es hat dann ganz gut geklappt, ja. Es hat sogar mehr als gut geklappt. 2005 wechselte Ginter aus der March zum SC Freiburg. Inzwischen ist er seit 8 Jahren im Verein. In der vergangenen Saison spielte er in der A-Jugend. In der Winterpause, als bei den Profis 6 Spieler aussortiert wurden, nahm ihn der neue Cheftrainer Christian Streich mit ins Trainingslager. Und im ersten Rückrundenspiel gegen Augsburg stand Matthias Ginter gleich im Kader. Er wurde eingewechselt und köpfte in der 88. Minute das Siegtor zum 1:0. Ich weiß noch ziemlich genau, so vom Tag, vom Frühstück und alles, bis zur Einwechslung. Ich habe ja vor so vielen Zuschauern noch nie gespielt und ja, ich war gerade am Anfang sehr aufgeregt, in den ersten 5 Minuten und so, aber dann ging es eigentlich. Und ja, das Tor, das war natürlich der Höhepunkt dann. Ginter ist seitdem der jüngste Bundesliga-Torschütze der Vereinsgeschichte. Kurz nach dem Spiel unterschrieb er einen Profivertrag. Auch für Christian Streich war es das erste Bundesligaspiel als Cheftrainer. Und in dem setzte er unter anderem auf Ginter, den er schon in der Jugend trainiert hat. Ich habe nicht gewusst, ob der Matze jetzt schon regelmäßig Bundesliga spielen kann unter dieser Belastung, Abitur und Schule. Das sind ja dann auch Ausnahmedinge. Also ich hätte das zum Beispiel nicht gekonnt. In der Rückrunde war Ginter 13 Mal im Bundesliga-Kader und hat nebenher auch noch sein Abitur am Gymnasium in Gundelfingen gemacht. In dieser Saison gibt es für ihn keine Doppelbelastung mehr. Man kann sich jetzt voll auf den Fußball konzentrieren und mal doch Zeit für andere Dinge, ins Kino gehen oder so. Man muss jetzt nicht morgens früh in die Schule aufstehen. Und ja, das war schon eine Erleichterung. Ja. Matthias Ginter ist 1,88 Meter groß, Innenverteidiger. Ein eher ruhiger Typ, der von den Mitspielern geschätzt und vom Trainer für viele Eigenschaften gelobt wird. Aufnahmefähigkeit, Kritikfähigkeit, strategisches Können, Antizipation, sehr ordentliche Körper. Er ist wahnsinnig fleißig, er ist unglaublich diszipliniert. In der Trainingsarbeit, er macht immer noch für sich selber nach dem Training, dehnt aus, er lässt nie nach. Das hat ihn auch schon in der Jugend ausgezeichnet. Mit der U19 hat er gleich 2-mal den DFB-Pokal gewonnen, 1-mal unter Christian Streich. Diese Pokale sind Ginter wichtiger als die Fritz-Walter-Medaille für den besten Nachwuchsspieler. Titel zu gewinnen ist immer das Größte im Fußball. Das wird für Ginter bei den Profis erstmal schwer werden, es sei denn, er landet irgendwann bei seinem Lieblingsverein nach Freiburg. Ich bin großer Fan von Dortmund, und ja, aber das wäre viel zu früh. Und wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt nur auf den SC. In seinem 8. Jahr beim Sportclub will Matthias Ginter möglichst konstante Leistungen in der Bundesliga bringen. In den ersten beiden Saisonspielen gehörte er wieder zur ersten Elf.